Liebe Zuschauer, es ist Freitag, also Zeit, einen Blick zurückzuwerfen auf die Woche. Und wie so häufig, Johanna, war es eine ereignisreiche Woche. Also sagen wir mal so, wir sind gut reingestartet mit grünen Vorzeichen, denn es hat sich Entspannung abgezeichnet, zarte Entspannungssignale im Thema Handelsstreit USA-China. Man redet miteinander, das ist doch schön. Allerdings gab es dann doch neue Strafzölle. Das war dann nicht mehr so prickelnd, oder? Nee, das war nicht mehr so schön. Da hat Trump mal wieder alles kaputt gemacht, sozusagen. Ja, nach 3 Wochen Verlusten waren wir natürlich froh, dass es zu Anfang der Woche dann erstmal in diese Erholung kam. Die hat auch relativ lange angehalten. Relativ lange, bis zum Donnerstag. Denn dann kam Trump mit den gerade angesprochenen Strafzöllen, 16 Milliarden US-Dollar auf chinesische Waren. Und dann hat Peking gesagt, naja, was Trump kann, können wir natürlich auch das gleiche Prozedere wieder im Rückwärtsgang. Also im Prinzip ist das immer so ein Hin und Her von Vergeltungszöllen, hat jetzt aber den Markt nicht erstmal wahnsinnig nach unten gerissen, sondern es gab eine Stagnation beim DAX. Wir sind so auf der Stelle getreten, rund um die Marke von 12.400 Punkten. Darüber ging es aber auch nicht, denn erst darüber wäre wirklich dieser Befreiungsschlag möglich. Und heute am Freitag ist zwar der Handel noch nicht zu Ende, aber wir steuern trotzdem auf ein ganz gutes Wochenplus zu. Also wir wollen uns ja nicht nur beschweren. Also beim DAX sah es immerhin ganz ordentlich aus. Ganz interessant, Euro-Dollar in der Woche, denn das Thema in dieser Woche auch Notenbanken. Einmal wirft das Notenbankertreffen von Jackson Hole quasi schon mal seine Schatten voraus und zum anderen die Notenbankpolitik der Fed wurde von Donald Trump mal eben kritisiert. Das hatte dann zwischenzeitlich den Dollar ein bisschen auf Talfahrt geschickt. Ich meine, eigentlich muss er sich da raushalten. Die Fed ist unabhängig und man hatte auch nicht wirklich den Eindruck, dass sie sich da großartig von beeindrucken lässt, oder? Tut sie nicht, darf sie nicht und muss sie letztendlich auch überhaupt nicht, denn die Fed kann selbst bestimmen, in welchem Tempo sie eben die Geldpolitik auf die Konjunktur anpasst. Und das hat Jerome Powell dann auch ganz deutlich gemacht oder es wurde deutlich aus dem Fed-Protokoll, was am Mittwochabend vorgestellt wurde. Denn ein Großteil der Ratsmitglieder der Federal Reserve hat sich für weitere graduelle Zinsanhebungen ausgesprochen. Denn die Konjunktur und auch die Inflation derzeit gibt es durchaus her. Man hat sogar noch die ein oder anderen Stimmen munkeln hören, dass möglicherweise die Fed eben doch die Zinsen noch schneller anheben könnte, als man bisher am Markt erwartet hat. Also da sind wir natürlich gespannt. Jackson Hole ist jetzt gerade noch in vollem Gange und Jerome Powell, der Notenbankchef, wird am Nachmittag, am späten Nachmittag erst seine Rede halten und da hört man natürlich ganz genau hin, wo es hingehen könnte. Der Euro war in dieser Woche ein kleines bisschen fester unterwegs, zwischenzeitlich mal über der Marke von 1,16 Dollar, aber die ganz großen Sprünge sehen auch anders aus. Aber was hat jetzt eigentlich aus all diesen Themen die Wall Street gemacht? Nicht so wirklich viel. Man traut sich das gar nicht zu sagen. Die Zuschauer denken wahrscheinlich, dass wir hier lustig sitzen und gar nichts machen. Nein, das stimmt nicht. Man ist natürlich achtsam. Und je weniger passiert, umso mehr ist der Fokus und die Spannung natürlich auf diesen kleinen Reaktionen. An der Wall Street ist es auch nicht nach unten gegangen. Im Gegenteil, die hat sich sogar ein kleines bisschen besser noch geschlagen als der DAX. Und der S&P 500 konnte sogar ein neues Rekordhoch markieren. Aber große Sprünge und Befreiung und Erholungsschlag sieht natürlich auch anders aus. Und an der Wall Street gab es auch ein Thema, was für mal wieder ein politisches, was für ein bisschen Verunsicherung gesorgt hat. Denn die ehemaligen, naja, nennen wir es mal Mitglieder von Donald Trumps Gefolge, wurden zu heftigen Strafen verurteilt. Einmal der ehemalige Wahlkampfmanager Manafort und auch Trumps ehemaliger Anwalt Cohen mussten saftige Strafen einstecken. Und damit geistert mal wieder dieses Wörtchen Impeachment, Amtsenthebung. Rund um Donald Trump. Der hat natürlich gleich dagegen geschossen, hat gesagt, solltet ihr mir hier den Präsidentenstuhl wegziehen, dann werden die Märkte fallen, die Leute werden Geld en masse verlieren. Momentan passiert es aber nicht. Ich habe das gerade immer so bildlich vor Augen. Ich auch. Denken wir lieber nicht weiter darüber nach. Einzelwerte. Bei Einzelwerten gab es in dieser Woche auch noch einiges, was passiert ist. Zum Beispiel Continental. Prognosesenkung, Gewinnwarnung, das hört man am Markt natürlich überhaupt nicht gerne. Für die Conti-Aktie ging es ja dann auch richtig runter und im Kielwasser das Ganze hat es dann ja auch die Autowerte ganz schön erwischt, oder? Genau, da hat Continental zum Beispiel eigentlich eher den Anlegern den Stuhl unter den Füßen weggezogen, denn es ist nicht die erste Gewinnwarnung, die man in diesem Jahr rausgegeben hat, sondern die zweite und es ist noch nicht lange her, nämlich bei den Halbjahreszahlen hat Continental schon gesagt, wir erwarten einen Durchhänger, gerade aufgrund der neuen Abgasprüfsysteme, die natürlich einiges kosten werden, aber zu dem Zeitpunkt ging man noch davon aus, dass das vierte Quartal wieder etwas besser laufen wird. Und diese Zukunftsprognose hat die Anleger da noch leicht versöhnlich gestimmt. Dann allerdings in dieser Woche am Mittwoch die nochmalige Gewinnwarnung. Da ging es dann für die Aktie über 13% in den negativen Bereich. Und sukzessive hat die Aktie auch gestern am Donnerstag noch weiter abgegeben. Und die Automobilwerte, klar, wenn die neuen Abgasprüfsysteme kommen, geht das an denen auch nicht spurlos vorbei. Die haben lange nicht so viel verloren wie Continental. Aber es hat schon auf die
Stimmung gedrückt. Ich habe nur auf die Stimmung gedrückt. Gab es noch irgendwas Positives im schönen Einzelwert? Was ist noch passiert? Es gab positive Sachen, natürlich. Es gibt immer positive Sachen bei uns an der Börse. Aber bevor wir uns die verdient haben, müssen wir noch über einen Wert sprechen, für den es momentan auch ein bisschen schwierig wird. Und das ist mal wieder Linde. Die schon lange besprochen und vorbereitete Fusion mit Praxair könnte nämlich jetzt kurz vor dem Ausstehen. Denn die Kartellbehörde hat zwar das Go gegeben, hat allerdings Auflagen daran geknüpft, die so straff sind, dass das tatsächlich an die Schmerzgrenze von Linde kommt. Und es kann sein, dass Linde sich das Ganze nicht leisten kann und dass diese Monate, jahrelange Vorbereitung tatsächlich jetzt für die Katz war. Also Fusion auf der Kippe, das ist jetzt nicht so wirklich, was ich mir erwartet habe, als ich Johanna gefragt habe, ob es vielleicht auch was Positives gibt. Aber wir gucken einfach mal zusammen auf die Termine der kommenden Woche. Vielleicht ist da ja was dabei, was vielleicht für bessere Stimmung sorgen kann. Wir finden auf jeden Fall was. Spätestens in der nächsten Woche. Was schön ist, Viola, das Schöne an der Börse ist ja eigentlich, dass man immer wieder neu starten kann, neu investieren kann und es immer wieder frische Impulse gibt. Also selbst wenn es mal eine Woche nicht so prickelnd lief, ist das noch lange kein Weltuntergang. Jetzt musst du aber kommen mit positiven Sachen. Neue Woche, neues Glück, das ist doch positiv genug. Nein, aber wenn es um Stimmung geht an der Börse, am Markt, sind natürlich Stimmungsindikatoren, Stimmungsbarometer auch mal ganz ordentlich. Und da haben wir am Montag zum Beispiel den IFO-Geschäftsklimaindex und am Mittwoch das GfK-Konsumklima. Also, wie das ausfällt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wie? Weißt du schon? Oh, die Glaskugel. Wir haben die Glaskugel verliehen. Die hatten mal eine Glaskugel im Büro, aber die wurde uns irgendwie zwischenzeitlich leihweise entwendet. Jedenfalls, solche Stimmungsbarometer sind für den Markt natürlich einfach auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu orientieren, eben quasi so als einen Impuls zu nehmen. Ob das dann einen positiven Impuls gibt, Frau Klar, kann ich jetzt aber nicht versprechen. Frau Klar, ich möchte positive genau. Impulse. Möglicherweise auch vom Case-Shiller-Hauspreisindex, aber es gibt natürlich noch aus den USA andere Konjunkturnachrichten. Das Verbrauchervertrauen wird veröffentlicht und natürlich auch noch das BIP. Gut, die zweite Veröffentlichung, da hat man schon mal so eine kleine Richtungsgebung, weiß man schon mal grob, wohin es geht. Und die Rohöllagerbestände für die Woche, die kommen natürlich in der nächsten Woche auch. Und? Was man natürlich sieht, ist, eigentlich ist die Berichtssaison durch. Es gibt immer noch mal so ein paar Nachzügler, die jetzt in diesen Tagen noch Zahlen bringen. Und da haben wir zum Beispiel am Freitag noch Vonovia. Dann lassen wir uns natürlich auch überraschen, wie die Zahlen entsprechend ausfallen. Und ansonsten auch hier wieder vieles, wo es eben um Stimmung geht, aber auch mal ganz knallhart die Verbraucherpreise zum Beispiel. Knallharte Verbraucherpreise. Bam, bam, keine bam. Keine Stimmung, einfach nur wirklich. Vonovia hat ja bisher zumindest bei der Performance schon ordentlich hinlegen können. Das erste Halbjahr wird da dann nochmal Revue passiert lassen. Und dementsprechend haben wir aber auch noch aus den USA Chicago Einkaufsmanager Index. Insgesamt haben wir noch aus China und auch noch aus Japan die Industrieproduktion. Also wenn da nicht irgendwo eine gute Nachricht dabei ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, wobei, wie gesagt, die Woche war ja jetzt auch nicht so schlecht. Also der DAX hat ja zumindest schlimmer sein können, ne? Die Vorwoche zum Beispiel war schlimmer. Also, aber sagen wir mal so, ist natürlich, man hat gesehen, der DAX in dieser Woche auf Richtungssuche und dann lassen wir uns überraschen, ob die Impulse, die Termine der nächsten Woche dazu angetan sind, mal vielleicht so ein bisschen in die eine oder eben in die andere Richtung den DAX so ein bisschen zu treiben, oder? Haben wir im Blick und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, so Big Brother is watching you. Schönes Wochenende.